Dynamo TV wird präsentiert von Asti. Gut, dann starten wir einen wunderschönen guten Tag und willkommen zur Pressekonferenz nach dem Zweitligaspiel Hannover 96 gegen Dynamo Dresden. Ich begrüße recht herzlich beide Trainer, unseren Gästetrainer Uwe Neuhaus und unseren Trainer Daniel Stendel. Und dem Gast gebührt immer die Ehre des ersten Wortes. Herr Neuhaus, ja, danke sehr. Ja, ein wunderschöner Tag natürlich für uns. Fast perfekt aufgegangen. Viele Dinge von dem, wie wir es vorhatten, konnten wir umsetzen. Wussten natürlich um die Spielstärke von Hannover und wir haben es größtenteils geschafft, sie schon dann auch immer wieder zu langen Bällen zu zwingen, weil wir uns nicht ganz tief zurückgezogen haben, sondern auch immer wieder vorne attackiert haben. Dass man das nicht ganz verhindern kann, das ist, denke ich mal, bei der Qualität von Hannover auch klar. Nach den ersten wirklich schweren 10 Minuten, wo wir kaum Luft holen konnten, haben wir dann aber immer wieder auch den Weg nach vorne gefunden. Dann wurden wir etwas ballsicherer, wurden auch gefährlich. Hatten auch die erste hundertprozentige Torschance, wo Ayers dann frei durch war, frei vom Torwart war. Insgesamt, ich glaube, dann direkt im Anschluss war auch die Riesenchance von Hannover. Ich meine, wenn der reingeht, wird es natürlich wahrscheinlich ein anderes Spiel. Aber ich glaube, dass wir uns das 1-0 zur Halbzeit verdient haben, weil wir viele gute Aktionen nach vorne hatten. Und in der zweiten Halbzeit war, glaube ich, vielleicht auch aussagekräftig und symbolisch unser Anstoß, dass wir nicht sagen, okay, nach hinten, jede Sekunde runterrasseln lassen, Zeit gewinnen, sondern wir wollten weiter nach vorne spielen. Und das haben wir mit dem Anschluss gemacht, haben da schon eine recht gute Möglichkeit. Und ja, der Lattenschuss von Hannover irgendwo zwischendrin war sicherlich noch eine richtig gute Gelegenheit. Ansonsten hätten wir das Spiel vor allen Dingen nach dem 2-0 endgültig entscheiden können. Aber jetzt wollen wir die Kirche auch mal im Dorf lassen. Ich denke, dass wir mit dem Spiel mehr als zufrieden sein können. Und wir werden es jetzt heute genießen und dann morgen geht die Arbeit wieder los. Dankeschön. Uwe Neuhaus, vielen Dank. Daniel, deine Analyse, bitte. Ja gut, wir haben uns das natürlich deutlich anders vorgestellt. Ich denke, dass wir auch so aufgetreten sind von Beginn an. Wie schon eben erwähnt, Dresden wenig Luft gelassen haben. Ich schon das Gefühl hatte, dass wir mit der Dominanz auf Dauer dann auch Torschancen kreieren werden und das 1-0 erzielen werden. Eigentlich war es mit der ersten halbwegs gefährlichen Situation in Richtung unsere Hälfte, war direkt eine hundertprozentige Torschance für Dresden. Da waren wir dann auch das erste Mal wachgerüttelt und ich denke, dass wir heute insgesamt aus unserer optischen Überlegenheit zu wenig Konsequenz im letzten Drittel gezeigt haben, um dann auch Tore zu erzielen. Kommt hinzu, Dresden, wie gesagt, die hat schon die eine oder andere sehr gute Möglichkeit, gerade dann auch in Richtung zweiter Halbzeit, wo man aber sagen muss, dass beide Tore natürlich so wahrscheinlich nicht jede Woche fallen, die uns dann auch wehtun. Und ja, wenn man dann die Räume, die uns der Gegner gibt, auch wenn es nicht viele waren, nicht dementsprechend ausnutzt, wie wir es uns eigentlich vorgenommen haben, dann wird es am Ende schwer, so ein Spiel nochmal zu drehen. Und ja, ich denke, am Ende geht der Sieg für Dresden in Ordnung, weil wir, wie gesagt, zu wenig Konsequenz in der Offensive hatten und zu viele Möglichkeiten dem Gegner zugelassen haben. Ja, Daniel, vielen Dank. Gibt es Fragen? Kurzes Handzeichen ganz hinten, Stefan Hox, Radio 21. Ja, den ersten Rückschlag, ein bisschen früher als viele erwartet hatten. Eben kam es schon so ein bisschen durch, die Effektivität war aber nicht ganz so. Wie ist das nach so einem Spiel? Einerseits muss man ja jetzt wieder die Kurve kriegen, Kraft tanken auch ein Stück weit, um den Rückschlag schnellstmöglich dann aufzuarbeiten und eben wieder in die Spur zu kommen. Draufhauen ist wahrscheinlich nicht angesagt, oder? So schlecht war es jetzt auch wieder nicht, dass wir direkt draufhauen müssen, aber wir müssen wach werden und sagen, okay, jetzt sind wir tatsächlich in der Liga angekommen. Wir hätten uns natürlich auch gewünscht, dass wir länger ungeschlagen bleiben und gerade zu Hause auch die Punkte einfahren. Wir nehmen den Kopf hoch, schauen nach vorn, nächste Woche in Bielefeld geht es weiter. Und es hat gezeigt, dass du in jedem Spiel absolute Konsequenz und auch Konzentration nötig hast, um diese Spiele in der zweiten Liga zu gewinnen. Und wenn es ein Gutes hat, dann das, dass wir das aus diesem Spiel mitnehmen und
jetzt wissen, wo wir hin wollen und was wir noch verändern müssen. Heiko Rohrberg hat's. Helbe. Macht nichts. Ja, passt schon. Alles gut. Daniel, wie beurteilst du die rote Karte für Salif und was ärgerst du dich über seine Undiszipliniertheit, die im Fernsehen eben doch sehr deutlich zu sehen war? Tatsächlich habe ich die Voraktion nicht gesehen. Also irgendwo scheint ja eine Provokation da gewesen zu sein. Zumindest sah es so aus. Ich habe aber zum Ball geguckt, habe die Situation nicht gesehen. Salif hat da emotional reagiert. Wie gesagt, der Schiri hat es als rot bewertet, dementsprechend. War es denn wohl auch so und war natürlich nicht hilfreich, damit 10 Mann noch versuchen, das Spiel zu drehen. Nächste Woche werden wir wieder 11 auf den Platz kriegen und dann denke ich, werden wir auch wieder anders auftreten. Gibt es weitere Fragen? Lars Beike von der Bild. Nochmal eine Nachfrage zu dem Vorfall mit Salif. Ihr seid ja noch im Spiel drin, also es ist ja immer noch alles möglich, war noch ein bisschen Zeit. Wie sehr ärgert man sich da draußen, wenn dann ein Spieler dir entgegenkommt und mit einer roten Karte vom Platz gestellt wird? Es ist sicherlich nicht förderlich, mit 0-2 Rückstand und 10 gegen 11 zu spielen. Muss aber sagen, dass ich im Verlauf des Spiels, gerade in der zweiten Halbzeit, mir über viele andere Sachen Gedanken gemacht habe und wir trotzdem noch mit der Situation von Kena noch die Chance hatten, auf 2-1 ranzukommen, um dann vielleicht auch nochmal eine spannende Endphase zu erzeugen. Das ist uns leider auch nicht gelungen. Ich werde das jetzt erstmal sacken lassen und dann bewerten wir das in Ruhe. Bitteschön. Ja, Jochen Leimer, Dresdner Neueste Nachrichten. Frage an Herrn Neuhaus. Akaki Gogia das erste Mal von Beginn an in der Pflichtspielsaison. Ja, was waren die Gründe dafür, ihn heute zu bringen und Niklas Kreuzer draußen zu lassen? Ja, der Andi hat mittlerweile einen guten Trainingsrhythmus, hat letzte Woche auch in Wolfsburg einen guten Einsatz gehabt. Zuvor war es ja eigentlich nicht möglich. Zuvor hat eine Länderspielpause, hat er gerade mal eine Woche mittrainiert. Ich glaube, dass er jetzt soweit ist. Und ich denke, das konnte man auch sehen, dass er eine Belebung für unser Angriffsspiel ist. Vor allen Dingen, dass er immer wieder auch Richtung Tor zieht, dass er torgefährlich ist, dass er gute Dinge auch vorbereiten kann. Ich finde, er hat heute ein richtig gutes Spiel gemacht und ja, bin dann im Endeffekt auch froh, diese Entscheidung so getroffen zu haben. Okay, ich sehe keine weiteren Fragen. Dann vielen Dank für die Aufmerksamkeit und unseren Gästen einen guten Weg zurück nach Dresden. Bitte. Danke sehr. Sehr gerne.